So, nach der Schlacht werden die Toten gezählt, ne? Hier, du warst ja bei Fendt am Werk, ne? Gespanne, guck an, Dr. Milan ist auch da und ein bisschen Gras häckseln. Wir haben jetzt 10.15 Uhr. Das Gras wurde heute Morgen irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, wann die angefangen sind, 6, 7, 8, ne, irgendwie so, also nicht so lange her, mit dem Big M gemäht, direkt Schwarzzusammenführung und ja, es ist schon gut trocken. Ich meinte irgendwas Anfang der 30er TS schon, ne? Also es ist, ja, es ist so ein bisschen wie im zweiten Schnitt alles, ne? Dass das so schnell trocknet, obwohl das, gut, ich habe heute Premiere hier, kurze Hose an, aber ansonsten ist es ja Wahnsinn, dass das schon so trocken ist und so schnell trocknet, ne? Oh, schwer zu sagen. Wieder jede Menge Gespanne am Start. 2x8, 28. Ein bisschen was von Joskin. Hinter uns noch ein Pöttinger. Alles dabei. Und er fährt jetzt da und ich merke das hier, wie es wackelt, ne? Jaguar 980. Also diese Wiesen, ne? Man müsste mal ein Glas Wasser. Ja, man hat ja eine Flasche Wasser, aber das schaukelt ja auch vom Dings, ne? Schaukelt ja auch so von der Kabine, vom Motor her. Ne? Aber in diesen Wiesen, ne? Das ist immer unglaublich mit diesen Grasnarben. So, 820 rollt ran. Häcksel, ne? Doch, stimmt ja gar nicht. Kleegras. .936, .6610 Kombi-Line, aber nicht der vom letzten Video. Schon wieder der nächste, ne? ja, da ist so eine Baustelle, da habe ich geklärt, können wir die Barken schon mal beiseite schieben. Kommst du da an, willst die Barken beiseite schieben, liegen ja Schweine- oder Kuhstallspalten. So, die schiebst du nicht beiseite. Nicht mal mit vier Mann. Oh, und jetzt mussten wir hier, kamen wir von der anderen Seite, rückwärts rauf, ne? Auch immer wieder ein Abenteuer. Junge, 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 Junge. Es wird nie langweilig, wenn du so eine Sache machst. Mann, Mann, Mann. Ah ja. Aber der Bier ist hier auch irgendwie hergekommen. Oh, haben wir es auch geschafft, ne? Das ist abenteuerlich. Tigro 100 XRD. Was eine Karre, ne? Wahnsinn. Oh, hier hat auch ziemlich lange Wasser gestanden, glaube ich. Unglaublich, ne? Erst hat das Wasser da gestanden und jetzt mal ist das hier alles durch, ne? Und es ist auch nichts gewachsen, ne? Ich meinte, letztes Jahr hatten wir hier andere Schwaden. Also, so unterschiedlich ist es einfach, ne?
Aber hier hat definitiv lange Wasser gestanden. Das kann man sehen. Jo. Ha, so, sind wir gleich wieder an der Reihe. Schöne Pizza gehabt gerade. Mmh. Der ist mal wieder fit für den Tag. Hast du so Pfannkuchen-Effekt, das schockt ja auch alles nicht. Aber das geht. Guck mal, das sagt links, rechts, Mittelkante, außen. An die Folie ran, hier. Klappe auf. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen dicht dran. Was überhaupt? Case 62 600 irgendwas FXR. Gewaltig. Aber hier schön, du. Schon mal eine schöne Line, ne? Da kann ich sagen, die hat das schon mal schön hingelegt. Tipptopp. Die mächtige Recktrommel, auch ein gewaltiges Teil, ne? Thank you.
weiß ich nicht. So, aber das können wir schon mal ausmachen. Gang rausnehmen. Liegt die Line da. Zapfel aus. Bisschen was klöbern wir noch raus. Den letzten Rest kommt ja nicht ganz drauf an. Erstens wiegt es nichts und zweitens werden wir auch noch mal voll. Man sieht ja, wie da noch so Krümel fallen. Ne? Können wir parallel schon mal zumachen. Dann kann der Kratzboden trotzdem noch laufen, das ist kein Problem. Den machen wir jetzt aus. Klappe zu. Affe tot. So, abgeladen. Achse auf. Hier müssen wir mal ein bisschen ausholen. Nicht, dass wir den Stein da. Nicht, dass wir dem Stein Hallo sagen. Letzte Fläche, schön ein bisschen wieder mit Seeblick. Hier haben wir letztes Jahr gemulcht, ne? Maisstoppeln gemulcht. Erst Mais mit abgefahren, dann Maisstoppeln gemulcht. So. Dann sollten wir raufkriegen, den Rest. Thank you.
wegweist und einen, den wir kennen, ne? Abenteuerlich. Nee, abenteuerlich ja nicht, ne? Für morgen stand und es steht ein Auftrag an. Ladewagensilage zusammenfahren. Und da das heute einigermaßen zügig zu Ende gegangen ist und da, wo ich morgen hin soll, alles fertig ist, haben wir gesagt, können wir heute Abend schon mal ein bisschen anfangen. Ne? So, gucken wir mal. Die Sonne steht tief, blendet immer mal, obwohl sie ja so schön ist. Obwohl, es kann mal wieder regnen. Aber das ist irgendwie nicht in Sicht. Doch, auf meiner App habe ich jetzt einen Regentropfen gesehen. Der ist da ganz am Ende. Ich weiß nicht, wie man das wissen will, was in 10 Tagen ist. Das reicht gar nicht. Naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal dahin, wo es wieder Gras gibt und fahren nochmal was zusammen. Ich denke mal, das ist der letzte Akt für den ersten Schnitt ist. Dann können wir erstmal ein bisschen Verbesserungen noch vornehmen und Kleinigkeiten machen, was alles auf dem Zettel steht. Und dann gucken wir mal. Ne? Meistens geht der zweite Schnitt ja parallel mit der Gerstenernte los. Irgendwie so eine Nummer wird es ja werden. Aber da, bis dahin, ha, ist noch lange hin. So, weiter geht's. Wir reiten wieder gen Norden. Hier gleich unweit von uns ist der Bungsberg. Weiß gar nicht. 40 Kilometer von zu Hause oder so. Nicht ganz. Vielleicht auch nur 38. 400 Meter. Links abbiegen auf L216. Links abbiegen. Na dann machen wir das mal. Heute Deichpflege, ne? Heieieiei. Aber so ein Deich, der gibt nicht nach, ne? Da weiß man genau, das ist stramm Kram. Ist heute nur wieder ein bisschen schief. Kreiselschwader für den Spitzenbrecher. Spitzenbrecher, eine kleine Szene habe ich auf dem Silo schon, die zeige ich euch. Mal gucken, ob wir ihn noch besser in Einsatz kriegen. So. Mist, wird hier auch noch gefahren auf dieser Ecke, ne? Nicht schlecht, schöne Technik. Ja, ich glaube, er hat ein bisschen mit den Schwaden zu kämpfen. Der MX 120, dem ist das egal. K550. Drückt schon ein bisschen am Hintern. Ich glaube, es ist schon was drauf. Oben drückt auf. So, Koppel fertig. Da hinten geht's weiter. Da. So, wir müssen ins nächste Loch. Brut oder plünden? Rinnen plünden, ne? Zack. Hier habe ich mir vorhin schon mal einen weggeklaut. Da machen wir weiter. Ja. Tage, da läuft es nicht so. Bei ihm lief es heute nicht so. Er hat abgekurbelt. Blattfuß. Ah, nee, du. So, diese Baustelle. Ja, das Ende kommt auch langsam in Sicht. Wechsel zur nächsten, gleich zur nächsten Koppel rüber da. Denn es
demnächst dann irgendwo ein anderes Stück, muss ich nochmal gucken, in meinen gesetzten Markierungen, nee, wie heißt denn das? Ach, bei WhatsApp-Statusmeldungen sind es ja nicht, sondern Standorte. Jetzt haben wir es, meine Herren. Genau, wenn man das nicht weiß, wo das ist, oder wenn man da kommunizieren will, Standort setzen, fertig. Das ist das Einfachste. Kommt ja immer gerne mal die Frage, wie findest du überhaupt die Flächen? Ja, gewisse Dinge weiß man so, weil man die weiß, und gewisse Dinge weißt du nicht, dann kriegst du einen Standort, guckst dir das an, fährst mit deinem blauen Punkt Richtung den roten Punkt, und dann, wenn du da bist, dann siehst du wohl Schwaden oder nicht mehr. Das funktioniert sehr gut, also von daher passt schon. So, weiter geht's. Ich würde Gas geben. Sonst gibt's Hühnerfrikassee. Oder Platthuhn. Reifen ist gewechselt. Cetor schreitet zur Tat und nimmt seinen Anhänger wieder mit nach Hause. Haben wir die Geschichte ja auch noch aufgeklärt. Ansonsten, Wagen ist voll. Letzter Wagen, keine besonderen Vorkommnisse. Wir werden uns mal nach Hause begeben. Morgen ruft die Regelarbeit wieder. Ja, klicke der Wecker wieder um 5. Mann. Das war ja jetzt wie Urlaub. So, nach der Schlacht werden die Toten gezählt, ne? Hier, du warst ja bei Fendt am Werk, ne? Da war noch nicht mal ich. Da war ich das letzte Mal, da war ich so, da hast du mich dahin geschleppt. Freundchen, du bist mir wieder was voraus. Hier geht's weiter. Ich sag ja nach der Schlacht. Das hier war mal ein Blech. Und zwar vorne am 818, gucken wir uns gleich an. Das war vielleicht hier oben nicht richtig fest. Vielen Dank, die Jungs haben es gefunden. Ich bin da ein paar Mal drüber gefahren. Nee, also ich bin zuerst drüber gefahren und dann sind bestimmt noch ein paar andere drüber gefahren. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber du sagst ja, du dringelst nochmal, ne? Boah, ausprobieren. Das ist ein paar klug. Ja. Wir werden das im Zweifelsfall neu nehmen, damit das wieder ordentlich zukommt, weil da pustet ja gerne mal Mais und sowas rein, ne? Was hat der denn für einen Auftrag? Das hier sind die Lager. Sind ja tatsächlich C3-Lager, wie ich das vorausgesagt habe, am Bock vom Ladewagen. Es ist ja eine kürzere Zapfhelle. Siehst du, Zapfhelle, muss ich noch beim Raiffeisentechnikmann meines Vertrauens anfragen, was er dafür haben möchte. Gelenkwelle wollen wir ja einmal neu machen. Und den Bock
Da sind diese Lager drin, die werden wir pauschal auch neu machen. Ich glaube, denen wird es nicht viel besser gehen als den Lagern vorne an der Pickup, ne? Also an dem Rollenniederhalter. Ne? Genau, dann haben wir die auch nochmal. Und dann, dann gehen die Toten weiter, da gucken wir mal. Hier könnt ihr sehen, das ist das Blech, was fehlt, ne? Dieses schöne Blech. Gumminupsi sind da unten auch nicht. Naja, gut, dann wissen wir das aber auch schon mal. Müssen wir uns, denke ich mal, organisieren. Nächster Patient, Bagger, Kunde bemängelt, geht immer aus. Er ist ihm dreimal ausgegangen. Dreimal ausgehen ist ja dreimal zu viel. Nun müssen wir da untersuchen. Ich habe heute schon ein bisschen Teile bestellt. Ich habe einen Ausmacher bestellt, was so ein Hubmagnet ist. Hören wir auch gleich, wenn wir ihn starten. Und ich habe nochmal eine andere Kraftstoffpumpe bestellt. Ich habe ja die einfache Kraftstoffpumpe da eingebaut, auch die originale vom Hersteller, aber die, ich habe es ja schon beim Eingangbau gesagt, dass die nicht schön sind. Und vielleicht ist entweder durch die Wärme kommt die Pumpe dann und klemmt und geht nicht mehr, weil sie einfach Müll ist, weil das echter, ich sage jetzt mal ganz frech, China-Müll ist. Auch die vom Hersteller. Und komischerweise gibt es ja jetzt schon andere. Und ich wollte mir das aber klemmen, weil die anderen sind von den Anschlüssen her ein bisschen anders. Und die kannst du doch auch, da musst du irgendwie noch ein Blech entwickeln, dass du das da eingebaut kriegst. Deswegen habe ich mich seinerzeit dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ach, die Pumpen, sie kommen zwar, aber dennoch halten sie ja doch irgendwie eine gewisse Zeit. Ja, jetzt weiß ich aber nicht genau, ist es die Pumpe oder ist es der Aussteller, ne? Oder ist der Kraftstofffilter dazu? Wir versuchen jetzt erstmal das Einfache, das Ersatzteil, was wir da haben, und das ist der Kraftstofffilter, ne? Genau, das machen wir jetzt erstmal. Also runter mit dem Bagger und dann müssen wir irgendwas baggern. Müssen wir mal machen, Pool ausheben? Irgendwann müssen wir baggern. Vorsicht, Kopf. So, Kraftstofffilter, also der ist zwar dunkel, ne, aber da ist ja nichts drin, ne. Also der ist ja echt sauber. Den habe ich gar nicht erst so lange her, dass ich den gemacht habe. Daran kann es leider nicht liegen. Am Kraftstoff hat es nicht gelegen. War immer welcher da. So, und dann haben wir hier den Abstellmagneten. Der sitzt da. Und wenn wir jetzt, kannst du mal, pass mal auf, wir machen mal zu zweit. Zack, machst du mal die Zündung anmachen. Dann kann ich hier hinten mal, der müsste das einmal klack machen. Ja. So richtig schön fröhlich klack gemacht hat das nicht. Und die Kraftstoffpumpe hört sich ja ganz gut an. Mal nochmal. Nochmal. Okay. Also eigentlich macht das immer richtig klack. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, ob ich auch den richtigen geordert habe, ne? Weil der hat ja hier drei Kabel, der ist ja ganz, ganz modern. Ich glaube, ich habe den falschen gekauft. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gar nicht geguckt, das ist ein neuerer hier. Oh, oh. Das ist aber ärgerlich. Das habe ich ja ein bisschen vergeigt. Das habe ich ein bisschen vergeigt. Naja, müssen wir mal gucken. So. Horchen wir da mal rein, was er mit uns macht. Das hört sich erstmal alles sehr gut an, ne? Wir müssen irgendwas arbeiten. Wir werden mal den Holzspalter anbauen und mal eine Runde Holz spalten. So, auf zum Live-Test, ne? Leider müssen wir mit Vollgas arbeiten, weil das ist ja irgendwie, muss der Fehler ja irgendwie zustande kommen, ne? Mal gucken. Über den neuen englischen Rasen hier. Können wir bald mal mähen. Oh, die Kamera war nicht so schnell an. Was willst du tippen? Kein Sprit. Kein Sprit, ne? Das Geräusch ist kein Sprit. So, pass auf, geht weiter. Also wir sind hier am Spalten, ne? Gut.
auch wieder schwer. Und ich habe ihn jetzt bewusst abgewürgt. Und was stellen wir fest? Es klackert nichts, ne? Es ist ganz ruhig. Jetzt mache ich Zündung mal wieder aus und wieder an. Die Kraftstoffpumpe muss da unten klackern, wie groß. Hier. Da ist das Geräusch, das fehlt. Kraftstoffpumpe. Das ist die, die wir eingebaut haben. Och, die E-Mail wird aber böse. Kraftstoffpumpe kaputt. Die, die wir eingebaut haben, die hakt. Die ist hier, wie alt ist die? Wann haben wir die eingebaut? Februar? Aber wir haben auf jeden Fall eine gute Diagnose. Puffi, puffi. Wir hätten die. Übrigens, wenn jetzt Not wäre, was können wir da noch machen? Die alte wieder einbauen, weil die hast du ja aufgebaut. Hab ich. Hab ich. Die leckte ja nur ein bisschen oder tropfte. So. Wenn du ihn abwürgst, dann muss er. Nein, die Pumpe muss immer laufen. Wenn du ihn startest, muss es klack machen. Das macht diese aber nicht. Und die Pumpe muss laufen. Und wenn du ihn abwürgst, ist ja die Zündung weiterhin an. Und dann muss die Pumpe ja laufen. Und die lief nicht. So, wir sind schlauer. So, wir humpeln nach Hause. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Das ist aber, je wärmer diese Pumpen werden. Je wärmer diese Pumpen werden, je schlimmer wird das. Aber wenn man jetzt Zündung anmacht, hört man sie wieder. Ja. Was soll ich dazu sagen? Plünn bleibt plünn und wird immer plünn bleiben. Ich würde ja jetzt gerne den Bagger noch nach Hause fahren wieder, ne? Das ist ja nur da vorne. Ich stelle ihn, glaube ich, an eine Kante und lasse ihn mal kalt werden. Was hast du denn da gemacht? Umgerollt? Nee, ich sehe schon. Okay, aber leicht undicht. Hast du mal raufgeschrieben, als wir... 4.23, guck mal, jetzt haben wir auch mal ein Datum. 4.23, was habe ich vorhin noch gesagt? Ach so, Februar hast du gesagt, guck mal, das ist ja noch weniger her. Ja, 4.23, da will man mal vorbeugend was reparieren, weil man denkt, man macht mal was vorbeugend. Bei den Baggern hängen wir ganz gewaltig, das weiß ich, aber das wollte ich eigentlich, ne, weil das so leicht mit Diesel schwitze und das rochen wir so leicht nach Diesel, wenn das warm wird und das ist ja im Sommer dann noch intensiver, wollte ich das gemacht haben. Jetzt habe ich das gemacht, jetzt sitzt die hier auch wunderbar drin, ne? Ne? Alles wunderbar. Alles wunderbar, sieht auch alles wundertoll aus, aber wenn man sie anfasst, ist sie schon warm. So, und dann wird sie heiß und dann geht sie nicht mehr. So, habe ich ja auch alles sportlich gesehen, vorhin noch. Weil ja, ich die neue Pumpe bestellt habe, die ja nun bautechnisch eine andere ist, die sie ja denn jetzt anscheinend dafür empfehlen, weil sie ja wissen, dass das Müll ist. So, das ist ja alles schön und toll. Dann denkst du, ach, wenn die neue da ist, nächste Woche baust du sie ein, so nach dem Motto. Jetzt fahre ich eben den orangen Bagger zum Kunden, fahre den runter vom Anhänger, fahre über die Straße und denke, was ist das laut? Also man wusste ja, dass der Antrieb laut ist. Und auch bei dem Antrieb habe ich ja schon ein Angebot und habe mit dem Mann schon telefoniert. Und der wollte noch irgendwelche Maße haben und dann kam die Grasernte und dann war das auch irgendwie, ja, oder Vorbereitung für die Grasernte und dann die Grasernte. Und dann ist die Zeit auch weggelaufen und das liegt da jetzt noch. Ja, so,
Jetzt fuhr ich aber, und dann wird mal fuhr aber die eine Seite gar nicht mehr und machte nur noch. Also richtig. Der Antrieb ist tot. Das wusste ich auch schon. Und deswegen hatte ich mich auch schon um neun bemühen wollen. Und ich hatte ihm die Originalnummer gesagt von dem Teil und dann wollte er aber noch wieder irgendwelche Maße haben. Egal. Der letzte Kunde ist noch auf den Anhänger gekommen, alles gut. Und ich wollte runterfahren, ging ja auch noch und auf der Straße ist er verreckt. Alles gut. Jetzt ist aber so, jetzt hat der Kunde aber keinen Bagger. Er braucht jetzt diesen. Und wir wissen ja, wenn er warm wird, kackt die Pumpe ab. Auch nicht. Also, Notfallpumpe rein. Na, ich wollte den Bagger heute Abend ausliefern, jetzt bringe ich den morgen früh dahin. Und natürlich muss er dann funktionieren. Und er funktioniert ja nur, wenn diese Pumpe da eingebaut wird. Weil wir wissen ja, wenn er warm wird, geht er aus. Und deswegen behalte ich solche Teile zurück. Das Einbauen von zwei Steckern und zwei hier Kabeln brauchen wir ja nicht filmen, denke ich mal. Das haben wir zur Genüge gesehen. Beim letzten Mal schon. Im April 23, wenn ihr möchtet, könnt ihr zurückgucken. Da ist das Video zu finden. Ich glaube, es ist Ende April. Irgendwie so. Vielleicht ist das Video auch schon am 1. Mai gekommen. So. Weiß ich nicht genau. Irgendwie so, glaube ich. Ist auch egal. Ja, ich baue die Pumpe da jetzt ein. Zwei Schläuche, zwei Stecker, beziehungsweise ein Stecker. Das war's. Ne? So viel zu dieser Geschichte. Und dann gucken wir uns in nächster Zeit den anderen Bagger an. Mal gucken, wo wir den hinstellen, wo Platz ist. Wo er nicht stört. Und da werden wir dann mal diesen Antrieb ausbauen. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Viele sind auch dabei, weil sie sich für Bagger-Content interessiert haben. Den ich aber in letzter Zeit nicht so viel liefern konnte, weil das einfach nicht war. Und deswegen ist hier auch mega Wartungsstau und alles ausgeschlagen und scheiße. Aber ja, ich kann es dann auch nicht ändern. Du kannst dich nicht zerteilen. Genau, zerteilen kann man sich nicht. Und auf allen Hochzeiten tanzen kann man auch nicht. Und ja, da ich eben andere Sachen favorisiert habe, bleibt sowas halt hängen. Ne? Ich glaube, wir haben auch nur eine Überschneidung. Einen Kunden muss ich absagen, das weiß ich. Bis dahin ist der Bagger nicht fertig. Glaube ich nicht. Boah, schwierig. Schwierig. Wir gucken mal. So, wir bauen das ein und dann ja, sprechen wir, hören wir, sehen wir uns morgen wieder. Heute ist hier eine super Aufgabe. Ja, wir müssen das mal ein bisschen wegnehmen hier. Fensterheber beim Touareg geht nicht mehr und der ist ja lebenswichtig. Da musst du ja ständig irgendwie runter machen, mit irgendwelchen Leuten reden und so. Deswegen müssen wir den reparieren. Da drinnen werden die Seilzüge nicht mehr gut sein. Hier ist das entsprechende Original. Teil, ein Valeo-Teil, das kommt da rein. Wir gucken mal, dass wir die olle Türpappe abkriegen und dann, ja, passt das. So, was anderes, ich habe das Auto rückwärts hier reingestellt, damit wir hier ordentlich Ablagemöglichkeit haben, ne? So, das hier sind die, oder ist das Ersatzteil, das ist der Bautenzug. Ich habe es ja, wenn sie runterfährt, höre ich, wie es so knirscht da drin. War ganz nett, neulich, als ich mit dem Anhänger beim TÜV war, hat der TÜV-Mensch auch die Scheibe runter gemacht. Komme ich wieder an, war die Scheibe nicht ganz wieder hoch, weil sie nicht mehr ganz hoch fuhr. Ne? Ist so ein bisschen blöd hier mit der Sonne. Schlecht zu sehen, aber es war eigentlich relativ banal. Unten waren zwei Schrauben, dann war hier eine Plastikkappe, dann zwei Schrauben in der Griffregion. Im Endeffekt ein so ein Stecker, den Bautenzug für den Türhebel aushebeln und hier unten ein Kompaktstecker, der auf den Elektromotor geht, das war's schon. Ne? Jetzt muss man als nächstes, früher kannte man das oder war da so eine Plastikplane rumgemacht mit doppelseitigem Klebeband, sage ich jetzt mal. Ne? Jetzt ist es meistens so, hier diese Schrauben alle lösen und dann kann man dahinter die ganze Fensterhebermechanik sehen. Das ist heutzutage alles massiver geworden. Erstens wegen Unfallgefahr, dass es steifer wird, das Ganze, diese ganze Tür. Und auch noch aus lärmtechnischen Gründen. Ne? Früher war das alles so ein bisschen flatteriger und dröhniger. Heute ist das hier alles eine Einheit und nicht mehr nur eine Folie. Ne? Ja. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele Türen ich schon auseinandergebaut habe. Es ist immer der spannende Moment, wo kann ich dran ziehen, ohne dass was kaputt geht. Ne? Hier sind es dann diese Kunststoffteile. Da zieht es dann raus. Ne? Die sehen. Eigentlich soll es da rausziehen, aber es zieht natürlich auch mal hier raus. Ne? Solange das nicht abbricht, ist das alles gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Bisschen mehr abgeschraubt, als man muss, glaube ich. Hier das Schloss raus. Ich hatte aber hier Paar schon faul, die hatten das gleiche Problem schon mal.
da kann man mal ein paar Einblicke genießen. Und das mit den Nieten war noch von jemand wiederum anders. Ich glaube, die Nieten hätten gar nicht rausgemusst. Aber ist egal, die sind jetzt draußen, dann kommen die nachher wieder rein. Ich hätte mir auch kaum vorstellen können, dass der VW mal möchte, dass da so Nieten rausgekloppt werden. Aber in diesem Video, was ich auch noch geguckt hatte, war das so. Ja, also, glaubt nicht immer alles, was in YouTube-Videos zu sehen ist. auf jeden Fall ist das hier jetzt alles raus. Das kann ich wieder zusammenschrauben, das Türschloss. Das hätte nicht rausgemusst. Es war vielleicht allerdings ein bisschen leichter, dadurch war da mehr Spiel drin. Und ich kam besser an den Stecker ran, da den blauen. Ne? Gut, muss aber wieder zusammen, aber man kann das jetzt ganz gut sehen. Hier sind noch so ein paar Clips reingefallen. Gut, die sind nicht mehr so schön. Da ist ein Stück von der Niete reingefallen, auch nicht so schön. Ja, das kann aber alles wieder raus. Ich musste nur alles, weil der ganze Kabelbaum musste raus, musste ich die ganzen Kabeldinger lösen. Ne? Ansonsten seht ihr ja, Wahnsinn, ne? Und es geht eigentlich nur darum, dass dieses ganze Gerät, was allerdings, da sind Nieten nämlich mit bei. Kann man hier sehen, in dem Säckelchen sind Nieten. Das kommt dann im Endeffekt hier zum Tragen, ne? Meine Pappe ist vielleicht ein bisschen klein, aber jetzt können wir hier schon mal sehen, seht ihr das? Das hat man Rost, ne? Der ist da drauf. Der gute alte Rost. So. Bei den anderen war immer zu sehen, dass das hier irgendwie im Argen war. Optisch sehe ich jetzt noch nicht, dass hier irgendwo ein Schaden vorliegt. Ja, müssen wir mal gucken. Das muss auf jeden Fall abgeschraubt werden. Dazu muss die Scheibe einmal gelöst werden. Wir werden mal gucken, dass wir uns das hier so ein bisschen taktisch klug hinlegen. Und dann gucken wir mal. So wirklich aufgerippelt ist, habe ich noch nicht gesehen. Aber bei den meisten war das hier irgendwie kaputt. Aha. So, warum machen wir den ganzen Spaß eigentlich? Hier. Während den Anfängen, ne? Ich sag mal, das wollen wir nicht mehr ins Regal legen später. Da ist einfach der Draht. Da fängt er an, dass er kaputt geht, ne? Ja. Ein Glück, dein Auto hat auch Fehlermeldung. Was hat er denn für eine Fehlermeldung? Da, in der Mitte, kommt immer eine. Tanken? Tanksäule. Und da Beleuchtung. Das hängt an deinem Anhänger. Also liegt an deinem Anhänger. Da hat mein Auto kein Problem, dein Anhänger ist kaputt. Ja. Und das andere ist einfach, jetzt ist der Tank leer. Ich muss wieder tanken. Also muss der Audi heute mal Anhänger ziehen. Und wir gucken nachher mal. Ich werde euch mal das Dilemma. Ach, es ist kein Dilemma, aber wir werden noch mal einmal final über den Touareg und sein Fensterheber sprechen, ne? Mal eben kurz. Es hat wieder zugeschlagen. Kommt nichts. Vorne speisen wir ein, hier kommt nichts. Jetzt ist die Frage, kommt nichts oder ist das hier nicht mehr gut, ne? Das ist wieder so typisch, mal eben kurz. Wir gehen mal an unseren Versuchsstand. Kann nicht so schwer sein. Masse, außen. Oh, guck mal, es ist vielleicht doch das Element kaputt, ne? Aber jetzt ist die Frage, haben wir eine Orange, ne? Oh, Alter. Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken. Hier? Entweder da oder hier. Guck mal, da hinten im Handvorratsschränkchen. Und ich sage, wir haben sowas nicht. Wir haben hier sieben Stück. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, warte, wir wollen erstmal einmal testen. Ja, mit ordentlich Druck ging das. War denn hier nicht genug Druck hinter? Nee. Die ist tatsächlich, die ist kaputt, aber... Die sieht nicht kaputt aus, die sieht aus, nicht kaputt oder? Aus. Dann ist die irgendwo hier unten drinne kaputt, ne? Weil da oben sieht das echt gut aus. Ja. Ich will das jetzt nicht testen. Müll! Weiter geht's. Ah. War tatsächlich das leuchtet im Endeffekt, ne? Also, mein Auto ist gut. Und dann denkt man manchmal, dass das vielleicht Quatsch ist. Weil man optisch hat man ja gesehen, war die ja eigentlich noch heil, ne? Aber war nicht. So, dann können wir den ja beruhigt wieder rausgeben. Immer diesen Chaos. Ich weiß gar nicht, was ich euch gestern noch erzählt habe oder nicht. Der Tag war eh so konfus und hin und her geschafft habe ich gar nichts. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Und ich habe da dann angefangen, das noch zusammenzubauen. Aber ich hatte dann auch Geburtstag und dann weg und tschüss. Und also, ja, wie auch immer.
Da ist eine ganze Menge bei. Wir haben ja Nieten ausgebohrt, hatte ich ja gezeigt. Das war eigentlich gar nicht erforderlich. Ein anderes YouTube-Video hat mir dann eine andere Idee gegeben und dann kriegt ihr das auseinandergebaut. Ist auch egal. Ich werde mal gucken, dass ich morgen nach Feierabend dabei komme. Dann ist Fadi vielleicht auch mit dabei. Das ist mit dem, dieses ganze Ding wieder in die Tür reinhängen. Ne? Das wird so in die Tür reingehängt und verschraubt. Ich glaube, das ist zu zweit ein bisschen angenehmer. Ich hatte mir extra den Hocker noch genommen. Ich hatte da ein paar Aufnahmen gemacht währenddessen, dass die darauf konnte und ach, keine Ahnung. Aber die Lösung ist ziemlich einfach, ne? Was habe ich gemacht? Wie, was hast du gemacht? Eben gerade. Du hast da irgendwas draufgesteckt. Nee, das ja nicht. Was ist denn? Einfacher. Du hast einfach ein anderes Auto genommen. Ganz genau. Ich habe das Cabrio. Es wurde sogar noch mal einmal gewaschen. Ich habe das Cabrio schnell einmal übergespült und getankt und ich fahre jetzt einfach Cabrio. Und das ist eben der Grund, warum wir eben dieses zweite Auto oder dritte Auto haben. Wir haben halt obwohl ich habe ihm auch meinen hübschen Audi angeboten. Ja, das stimmt. Aber der hatte ja nun die Konstellation schon arbeiten heute und dann ist das auch gut. Ne? Genau. Ja, ich glaube. Was denn? Wir sind alle müde. Wir sind müde und deswegen, nicht deswegen, sondern weil es einfach so ist, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ne? Aber bitte bleibt gerne noch dran. Genau. Wir haben noch schöne Pakete. Genau, wer möchte, gerne dranbleiben. Wir packen noch ein paar Pakete aus. Und dann sehen wir uns zu einem neuen Video am Samstag. Halt, was ich noch sagen wollte. Am Samstag wieder. Es ist, ich weiß nicht, wo der Zettel ist. Ich glaube, am Sonntag ist Trecker-Treck. Achso, warte, ich gehe schnell rüber. Am Sonntag ist, meine ich, Trecker-Treck. Tschüss. Ja, ich kann hier nochmal aufräumen. Am Sonntag ist, meine ich, Trecker-Treck in Koppelheck. Die Frage kam irgendwie ganz oft, ob wir vom Trecker-Treck in Koppelheck sind. Und ich meine, genau, ne? Ja, mit dem Polbremswagen. Mit dem Polbremswagen. Am Sonntag, genau, ist Koppelheck. Hier oben müsste es irgendwo auftauchen. Doch. Koppelheck, 11. Werden wir uns hinbegeben. Mal gucken, dass wir mal ein bisschen zeitiger kommen. Wir haben ja Koppelheck auch schon mal geschafft, zu spät zu kommen. Ja. Einziehen war dann nicht mehr ziehen. Und da hättest du gewonnen, 1000 pro. Ach, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, egal. Aber dann habt ihr das schon mal als kleine Info, dass wir am Sonntag, wenn nichts dazwischen kommt, das ist immer nicht in Stein gemeißelt, aber der Plan ist so, dass wir am Sonntag zum Trecker-Track in Koppelheck sind. Genau. Genau. Na gut, das Wetter muss natürlich auch spielen, ne? Ja. Das ist auch wichtig. Aber es wird schon bleiben. Das bleibt jetzt irgendwie ewig trocken und gut. Gut, also ihr Lieben, dann soll es das, wie gesagt, zu diesem Video gewesen sein. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Achso, und irgendwann gehen wir auch wieder live. Macht euch keine Sorgen, wir schaffen das auch. Wir gehen irgendwann wieder live. Ja, ne? Das wurde öfter nämlich das gefragt. Das wurde auch nämlich gefragt und das soll jetzt auch losgehen. Jetzt ist das so ein bisschen Witz, ist so ein bisschen eine ruhigere Phase. Müssen wir mal gucken. Ich habe mit Fadi schon draußen am Tor geguckt. Wir wollen da irgendwie langsam anfangen und damit das Umparken ein bisschen leichter wird und so. Und mal gucken. Also, ihr Lieben, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne noch ein bisschen Liebe da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, ihr beiden Mäusis. Uns haben zwei Pakete erreicht. Und die, drei Pakete erreicht. Entschuldigung. Und die wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ne? Wir fangen genau mit dem ersten an, wo schon reingesabbert wurde hier. Ja. Aber sabber, das sabber. Kann das ab. Das, also wenn es das nicht ab kann, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist nicht mehr richtig. Ich hoffe, ich kann das vorlesen. Also es ist ja nichts Schlimmes, was da drin steht. Alles gut. Moin, ihr drei. Ich konnte nicht widerstehen, als ich sah, dass die hintere Kamera im neuen Wagen ohne Schutz verbaut wurde. Ich habe mir ein paar Maße aus dem Netz besorgt, welche zu deiner Kamera passen müssten. Dann ein bisschen im CAD gespielt und das Ergebnis habt ihr nun in den Händen. Es wird sehr knapp sein, da ich gesehen habe, dass es im neuen Wagen nicht viel Platz rechts und links neben der Kamera gibt. Montiert wird das Ganze ohne die Sonnenblende. Genau. Schau mal, ob das Ganze passt und dir gefällt. Leider habe ich nur PLA zur Hand. Das sollte erstmal funktionieren. Ist auf lange Sicht aber nicht so beständig gegen UV-Strahlung. Sollte das Ganze passen, würde ich dir noch eins als PETG drucken. Das kann auch besser UV-Strahlen ab. Solltest du Änderungswünsche haben, sag einfach im Video Bescheid. Ich werde es dann sehen oder einfach bei Insta schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass es passt, da ich keine Kamera hatte zum Testen und es dir natürlich gefällt und du was damit anfangen kannst. Liebe Grüße, Timo und Tinka. Vielen Dank, ihr beiden. Also ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Man kann das aber ganz gut sehen, wenn du die Packung mal nimmst und wenn ich dann den Schutz natürlich wegnehme, dann passt die hier, achso, ich muss da hinfüllen, dann passt die hier super rein, gar kein Problem. Und dann gucken wir mal, wie das mit der Breite passt. Im Wagen habe ich noch nicht geguckt.
Fakt ist ja, es läuft ja besser, als ich dachte. Ich dachte, da fliegt eher Gras zu oder so. Ich habe die Kamera jetzt in diesen 14 Tagen Einsatz nicht einmal angefasst. Wir haben allerdings auch nicht da reingehäckselt. Ne? Wir haben nur reingefahren und dann drückt das die Ware ja gegen die Dosierwalzen. Aber ich dachte auch, dass beim, wie heißt denn das, beim Abladen, dass das dagegen kommt. Kommt es aber nicht, ne? Aber es ist natürlich relevant, wenn wir in so einer Häckselkolonne mitfahren, was wir ja auch öfter mal machen, dann kommt die Ware von oben und dann ist es natürlich geschützt. Ne? Aber es sieht voll cool aus, diese Graugänse. Ja, ich habe noch nicht ganz genau verstanden, warum. Also ich sag mal, ich habe schon viele 3D-Drucke in der Hand gehabt und so, ne? Aber das hier ist schon... Hightech. Das ist schon echt Glitzer. Echt gut. Und es sieht nicht nur gut aus, sondern es sieht auch von der Mache her gut aus. Du kannst schwer sehen, dass die einzelnen Schichten da drauf sind. Sonst hast du das gerne, da siehst du die einzelnen Schichten. Und dann habe ich es auch schon erlebt, dass das denn in der Schicht bricht oder so, ne? Oh. Und runterfallen kann es auch. Also es kann schon was. Also auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool. Halt die Füße still. Wir werden das einbauen. Und dann sehen wir, dass wie das mit der Breite passt. Ich komme oder heute oder morgen vielleicht noch nicht dazu. Wir müssen mal gucken. Die Hoffnung ist aber so, dass wir da irgendwann zukommen. Und dann sollte das passen. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. So, dann hatten wir noch Besuch. Jan war da und ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil ich auch einen Termin mit dem Chef hatte. Ja, ich war mal wieder nicht da. Aber er war auch in Zeitdruck, er musste gleich weiter, aber er hat gesagt, wenn er schon mal auf dem Weg genau, ist, hält er nochmal 5 Minuten an. Ich hätte, wie gesagt, gerne mit dir weitergequatscht, war sehr nett. Und er hat uns so eine schöne Mikrotücher mitgegeben in verschiedenen Farben für verschiedene Flächen. Genau, ich hatte da cool. Dieses Blaue kenne ich noch aus, so habe ich auch, so das haben wir von der... von dem... Blau ist universal. Ja, siehst du, und das haben wir nämlich von dem, von der Kochchemie für die Saubermachgeschichte bei so Cockpits und sowas. Gelb, Glastuch. Ja. Und grün. Terranfeld. Und Glanztuch. Ach, hochglanz. Ich habe Holz erst gelesen. Egal. Richtig cool, super lieb, vielen, dass du da warst. Dank. Und auch noch was mitgebracht hast. Das nächste richtig, Mal. Richtig, richtig nett. Vielen, vielen Dank. Ja, Zeit ist ja immer das Problem. Und dann, deshalb Paket haben wir nicht wir gekriegt, das hat Reiser gekriegt. Genau, Reiser hat ein Paket Reiser hat ein Paket gekriegt von Klaus. Ja. Guck mal, da gab es von Klaus lecker, lecker, naschi, naschi. Und noch viel besser Entenbrust. Und da kriegst du noch eine. Vielen, vielen Dank, Klaus. Genau, vielen, vielen Dank, Klaus. Klaus hat sicherheitshalber auf dem Umschlag notiert. Sehr gut. Alles toll. Falls ihr euch an einem Dorn reißt oder Reiser was in der Pfote hat, oder verletzt hat, Ballistol kannst du da gut drauf machen. Genau. Das kann ich leider nicht lesen. An einigen Tagen ist altes. Und da ist auch was drüber. Da ist dieser Aufkleber darüber leider. Ja, ne? Da ist ein Paketaufkleber. Schade. Das kann ich leider nicht vorlesen, Klaus. Aber vielen, vielen Dank. Und du hast ja recht, Ballistol ist für alles Mögliche gut. Auch wenn ich es nicht riechen mag. Richtig, richtig lieb von dir, Klaus. Vielen Dank, Klaus. Sehr schön. Vor allen Dingen haben wir jetzt deine Adresse. Da werden wir mal postwenden, was postwenden machen. Genau. Die Autogrammkarte wird zugeschickt. Auf jeden Fall. Die liegt damit bei. Das sollte es eigentlich dazu gewesen sein. Richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank für all die tollen Sachen. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende zugeschaut habt. Genau. Vielen, vielen Dank. Richtig lieb. Und dann sehen wir uns zu einem neuen Video wieder. Ne? Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.